Hallihallo und herzlich willkommen zum letzten Video aus der Preview von Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Folge möchte ich dir meine Eindrücke aus der Preview noch einmal zusammenfassen. Das heißt, wenn du jetzt alle vergangenen Preview-Folgen gesehen hast und vor allem gehört hast, was ich gesagt habe, dann wirst du jetzt nicht so viel Neues erfahren, aber ich versuche das halt alles nochmal so ein bisschen kompakt in diesem Video, wie gesagt, zusammenzufassen. Und ich würde auch sagen, wir beginnen eigentlich direkt mal mit dem größten Thema oder mit dem, was mir direkt oder uns allen ins Auge gefallen ist. Ich habe sogar eine kleine extra Videoreihe innerhalb dieser Preview-Videoreihe gemacht, nämlich die Welterkundung und damit, ja, die Welt. Und ich habe ja gerade eben in diesen vier angesprochenen Parts auch immer wieder gesagt, diese Welt ist eine 10 von 10. Und das ist sie auch nach wie vor. Ja? Um da einfach mal vielleicht ein bisschen in der Zeit zurückzureisen, nämlich zu Forza Horizon 3. Dort hatte die Welt ja, sagen wir mal, ähnliche Eigenschaften, ähnliche Grundvoraussetzungen, wie eben jetzt hier aus Horizon 5, nämlich auch mit diesen verschiedenen Biomen. Und das klang damals auch wirklich super. Ich war da damals wirklich total hyped auf das Ganze. Allerdings hat sich dieser Hype relativ schnell relativiert in Horizon 3. Ich war dann eher einer, der sogar die Welt von Horizon 3 eher nicht so geil fand, weil diese Biome an sich ziemlich harte Grenzen hatten. Ja, also man ist halt quasi vom Dschungel direkt dann ins Outback gefahren und hat halt irgendwie so, ja, wie so eine harte Grenze gespürt. Und das hat dann wiederum diese einzelnen Biome wie so kleine eigene, ja, Welten wirken lassen. Und diese kleinen Welten waren dann für sich genommen für so ein Rennspiel einfach viel zu klein. Und jetzt haben sie tatsächlich wieder diesen Schritt gewagt und gesagt, okay, wir machen verschiedene Biome, tatsächlich zum Teil sehr, sehr ähnliche Biome wie in Horizon 3. Aber diesmal haben sie es für meinen Geschmack extrem geil gelöst, denn dieser Übergang ist nicht mehr da. Man hat nicht mehr diese harte Grenze, sondern es geht ganz smooth ineinander über. Klar wirst du irgendwann feststellen, okay, ich bin nicht mehr in der Wüste, ich bin jetzt im Dschungel. Und klar wirst du irgendwann feststellen, okay, ich bin jetzt in den Canyons oder auf dem Vulkan oder so. Aber trotzdem ist es irgendwie viel schöner, wie es ineinander übergeht. Es wirkt trotzdem wie eine dynamische Welt. Und man darf auch nicht vergessen, in der Preview haben wir hauptsächlich nur eine Jahreszeit gesehen. Denn es wird wie auch in Großbritannien tatsächlich vier Jahreszeiten geben. Vielleicht nicht ganz so krass im Unterschied, wie wir das eben in Großbritannien, also in Horizon 4 hatten, sondern werden natürlich die Jahreszeiten hier in Mexiko ein bisschen ähnlicher zueinander sein. Die Jahreszeiten werden ja viel mehr eigentlich die Wetterumstände bestimmen, ob es jetzt mehr Regen und Stürme gibt oder ob es halt einfach ein bisschen dürr und trocken bleibt. Aber ich glaube trotzdem, dass es dadurch halt auch immer nochmal was zu entdecken gibt. Ich meine, ich habe es ja auch eben in dieser Welterkundungsfolge im letzten Part, habe ich das ja nochmal gezeigt, diesen, ja, ich sage jetzt mal stillgelegten See oder stillgelegten Fluss, der einfach komplett trocken war, wo nur noch so ein bisschen Schlamm halt da war. Da werden wir halt in der Regenzeit halt nicht wirklich reinfahren können, weil da dann wirklich das Wasser drin ist. Und da freue ich mich richtig drauf, auf die Welt. Ich meine, wir haben sie uns zu Teilen schon angeguckt und natürlich habe ich mir auch weiterhin die Welt angeguckt. Aber ich erinnere mich da einfach zurück an, wie gesagt, Forza Horizon 4, wo wir selbst jetzt nach fast 3 Jahren noch manchmal noch Sachen entdeckt haben. Und ich glaube, das wird bei dieser Welt auch weiterhin passieren. Sie ist ja auch nochmal 50% größer als eben die aus Horizon 4. Und ja, da kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz einhaken. Ich sage ja, die Welt ist eine 10 von 10. Also natürlich im Verhältnis für die Größe, die sie hat. Ich denke, es gibt viele da draußen und es war insbesondere auch in den vergangenen Horizon-Themen, Horizon-Teilen immer Thema, so rum. Und zwar die Größe, ja. Viele wünschen sich natürlich eine riesige Welt, wie es in The Crew 2 ist oder in den Test-Drive-Teilen. Aber, und da will ich halt einfach mal sagen, bin ich gar nicht so der Fan von, denn ich finde tatsächlich, nur mein persönlicher Standpunkt, dass eine detaillierte Welt viel, viel mehr gibt. Und mit der detaillierten Welt meine ich jetzt nicht, dass die 1 zu 1 wie in Real Life ist, sondern der Detailgrad, also was gibt es zu entdecken. Also da ist halt natürlich Horizon schon immer sehr gut gewesen. Ja? Das heißt, wenn man fährt durch die Welt und man entdeckt halt quasi alle paar Meter, ist was. Es ist quasi gefüllt mit, ja, Sträuchern, Felsen, Objekten, allgemein irgendwo. Während halt die Welten eben aus The Crew 2 und aus den Test-Drive-Teilen jetzt als Beispiel genommen, doch beides Teilen sehr karg wirken. Also die stechen eigentlich nur mit, dass sie halt groß und weit sind und dass man lang fahren kann. Aber naja, auf diesen langen Fahrten entdeckt man halt, finde ich persönlich, nichts Besonderes. Und da finde ich eben diesen Detailreichtum einfach in den Horizon-Teilen deutlich besser. Natürlich müssen wir nicht drüber reden, eine Mischung aus beidem wäre natürlich der Hammer. Es muss auch vielleicht nicht so groß sein, wie es jetzt eben in The Crew 2 ist. Es kann ja auch nur ein Drittel so groß sein, wenn es dann trotzdem diesen Detailreichtum hat, wie eben in den vergangenen Forza-Teilen, bin ich da auch nicht der, der sich da beschwert. Aber wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, dann finde ich solche Welten, wie sie eben Horizon sind, deutlich besser. Und deswegen ist diese Welt
für seine Größe auf jeden Fall eine 10 von 10. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie du selber dann in dieser Welt fahren kannst. Ich glaube, das ist nämlich nochmal was ganz, ganz anderes, wie als einfach nur so Videos zu sehen, wie da dein Eindruck ist. Ja, und zu dem, was wir auch schon sehen, zum Hintergrund, da vielleicht nochmal ganz kurz eingehakt. Also du siehst jetzt tatsächlich Gameplay-Schnipsel, die du noch nicht gesehen hast, durch die Preview-Folgen. Ich habe nämlich tatsächlich nochmal 2,5 bis 3 Stunden zusätzliches Gameplay aufgezeichnet. Unter anderem natürlich für dieses Preview, aber dieses ja, Gameplay möchte ich tatsächlich dir auch nochmal uncut zeigen. Und zwar, das habe ich auch schon angekündigt, da wird es einen kleinen Stream geben, also kleinen großen Stream, wo wir eben diese 2,5 bis 3 Stunden von diesem Gameplay einfach nochmal gemeinsam anschauen. Da kannst du mir dann auch nochmal Fragen stellen, wenn es da welche gibt, oder wir können dann auch nochmal, wenn es der Wunsch ist, genauer reinhören, wie denn die ganzen Fahrzeuge so klingen und so weiter. Das ist auch gleich ein Punkt, wo ich drauf eingehen möchte. Und ja, dieser Stream werde ich wahrscheinlich ja, also vielleicht heute Abend schon auf den Kanal bringen, vielleicht aber auch erst morgen Abend oder übermorgen Abend oder so. Du wirst es auf jeden Fall sehen, es wird ein Livestream sein hier auf YouTube, aber auch auf meinem Twitch-Kanal. Ich werde es gleichzeitig auf beiden Kanälen streamen. Das heißt, du hast, was die Plattform angeht, freie Wahl, und dann können wir nochmal gemeinsam diese ganzen Sachen angucken, wo ich natürlich auch hauptsächlich durch die Welt nochmal fahre. Also da haben wir auch nochmal einen anderen Blick auf die Spielwelt, also vielleicht nochmal ein paar mehr Ecken, die wir eben in diesen vier Teilen der Welterkundung eben nicht gesehen haben. Ja, und ich habe es gerade eben angesprochen, Sound, das war ja ein Riesenthema in ja, den vergangenen Horizon-Teilen und natürlich jetzt auch im kommenden Teil dann wieder, nämlich, dass die Motoren-Sounds vielen einfach zu ja, unrealistisch klingen, schlecht klingen, nichts wiedergeben. Und da hat ja Playground Games ja drauf gehört und hat ja extrem viele originale Fahrzeuge aufgezeichnet und diese eben versucht, mit neuen Technologien auch mit ins Spiel zu bringen. Und das ist zu Teilen sehr, sehr, sehr gut gelungen und zu Teilen irgendwie auch nicht. Ja, ich hatte ja auch schon in der Preview immer wieder so das Gefühl, dass so ein bisschen das Volumen fehlt. Also die wirken zum Teil sehr, ja, steril irgendwie. Irgendwie fehlt so ein bisschen der Pep. Und ja, mit Originalität hat es dann halt auch nur immer ein Stück weit zu tun. Ich meine, klar, Sound ist immer sehr schwierig, finde ich persönlich, umzusetzen. Also man muss da immer so ein bisschen den Grat finden zwischen, wie geil soll es scheppern und wie realistisch soll es am Ende sein. Denn, naja, ein echtes Auto hat halt immer so ein gewisses, sagen wir mal, Brummen und Schwingen. Und das drückt ja dann so quasi wie so ein Bass auf den Brustkorb. Das kann halt so ein Spiel relativ schlecht vermitteln. Sein, man hat natürlich diese extreme Soundanlage daheim, die das dann auch vielleicht irgendwie so ein bisschen simulieren kann. Aber naja, es soll halt irgendwie auch geil klingen. Deswegen bin ich immer noch ein Freund davon, wenn man natürlich den Original-Sound nimmt, aber den vielleicht ein bisschen aufpäppelt und den ein bisschen mit mehr Volumen, ein bisschen mehr Power gibt. Und das fehlt dann halt natürlich ein Stück weit. Und deswegen bleibt das ein oder andere Fahrzeug dann doch auch ein bisschen schwach. Und schwach ist auch ein gutes Wort für vielleicht, wie die Fahrzeuge untereinander so ein bisschen klingen. Denn manch ein Fahrzeug klingt richtig laut und kernig und schrill und geil, während man dann ins nächste Fahrzeug wechselt, wo man das auch so ein bisschen erwartet. Und dann kommt es einem sehr, sehr leise rüber. Also das Verhältnis zwischen den Fahrzeugen passt da, finde ich, nicht. Und dann macht es, finde ich, die Schwäche nochmal deutlicher. Wären die so ein bisschen auf einem Level angepasst, dann wäre das schon geil. Ich meine, klar, natürlich sind Autos zum Teil lauter als andere, aber wenn wir jetzt halt von 2 Supersportwagen sprechen, dann gehe ich halt mal davon aus, dass die irgendwo ähnlich performen. Und ja, und das tun sie halt stellenweise nicht. Da hat man dann auf einmal einen dicken V8 und dann hört man den kaum im Vergleich zu einem, keine Ahnung, einem Vierzylinder oder so, der vielleicht in der Realität gar nicht so viel lauter ist, ja, oder sogar leiser ist. Also da hoffe ich, dass da nochmal ein bisschen nachgebalanced wird, dass es so ein bisschen ist. Und wie gesagt, ich betone nochmal, natürlich ist auch in der Realität es so, dass manche Motoren tatsächlich lauter sind mit ihrer Abgasanlage als manch andere. Aber hier fand ich das doch ein bisschen extrem. Und schlussendlich ist es noch ein Spiel und da geht es ums Erlebnis. Und dann will ich nicht immer die 100%ige Realität haben. Schlussendlich ist auch die Forza Horizon Serie eine Kate Racer. Oder sagen wir mal Sim-Kate, wenn man das so sagen möchte. Oder leicht Sim angehaucht. Aber ja, vielleicht kommen wir dann auch direkt zur Fahrphysik. Da gibt es ja auch ein bisschen was zu berichten. Mein erster Eindruck war ja gerade in diesen ersten 90 Minuten, dass gerade der AMG One und dann auch die Corvette super untersteuernd waren. Das hat mir im ersten Moment echt ein bisschen Sorgen gemacht, gerade auch nach diesen 90 Minuten, als sich dann so ein bisschen der erste hibbelige Hype gelegt hat. Als ich das dann nochmal so ein bisschen offscreen, bevor ich die nächsten Folgen aufgenommen habe, getestet habe, war ich doch echt ein bisschen schockiert und hatte erst auch so Sorgen auf, oh fuck ey, ist jetzt Forza Horizon 5 tatsächlich mal der erste Horizon-Titel,
der eine echt schlechte Fahrphysik hat, wo ich echt keinen Spaß dran habe. Weil das ist eigentlich, glaube ich, immer das Wichtigste, dass das Fahren Spaß macht. Das habe ich natürlich vor knapp einer Woche mit dem CE8-Video nochmal relativiert. Nee, ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass der AMG One tatsächlich, also das Coverfahrzeug, leider ein bisschen understeery ausgelegt ist. Trotz Race-Mode, im normalen Straßenmodus ist es sogar noch schlimmer. Aber gut, klar, der hat halt einfach nicht so viel Anpressdruck. Und halt natürlich das Standard-Tuning oder das Anfangstuning, was da auf der Corvette ist, ist halt unbrauchbar. Ich sag nur nochmal, vorne quasi ganz schwache Aero-Einstellungen, hinten ganz hart und auch in der Spur und so weiter, alles auf Stabilität ausgelegt, was natürlich ein Untersteuern provoziert und natürlich auch gerade nicht ein direktes Einlenkverhalten. In der Serie fuhr sich ja die Corvette in dem besagten Video dann auf einmal ultra geil, deswegen auch da nochmal gesagt, mein Tipp, setzt am Anfang, wenn ihr zwischen diesen drei Autos wählt, setzt unbedingt so schnell wie möglich die Tunings da zurück, baut euch was Eigenes auf. Das ist einfach mein Tipp, ja. Also nutzt gar nicht diese vorgetunten Fahrzeuge. Die sind tatsächlich nicht so gelungen. Vielleicht ändert sich das auch zum finalen Spiel, aber trotzdem, ich glaube einfach fürs Erlebnis, da selber was aufzubauen, das ist immer definitiv irgendwo besser. Dann noch was, was mir halt aufgefallen ist, das zähle ich jetzt auch mal ein bisschen zur Fahrphysik dazu. Ich habe es auch noch mal ganz kurz erwähnt tatsächlich. Einen, glaube ich, der letzten Preview folgen, und zwar beim Controller, der Gas-Trigger, also ich glaube, seit wir auf den neueren Konsolen sind, also seit wir auf der Xbox One sind, mit dem Xbox One-Controller, haben wir ja vibrierende Trigger, und ich glaube, die Forza-Serie hat das sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, um einfach dem Spieler direkt zu symbolisieren oder signalisieren, besser gesagt, dass, ja, beim Bremsen natürlich die Reifen blockieren oder beim Gas geben die Reifen durchdrehen. Und ich fand jetzt gerade auf der Series X bei dieser Horizon 5 Preview, dass der Gas-Trigger, also der rechte Trigger, kaum zu spüren ist. Also die Reifen haben schon längst durchgedreht, bevor das überhaupt irgendwie angefangen hat zu vibrieren. Das war in Horizon 3 und Horizon 4 nicht so. Ich hoffe, das wird nochmal besser. Im Vergleich, der Bremstrigger ist übelst hart. Da merkst du relativ früh eigentlich, wenn es dann dazu kommt, dass das Ding dann gleich blockiert. Gerade eben, wenn man ohne ABS und ohne Traktionskontrolle fährt. Und das mache ich halt. Und das hat insbesondere bei dem M4-Video, viele von euch haben es, denke ich, gesehen, wo ich ja gedriftet bin, da haben auch einige, ja, sind da ein bisschen hart in Kritik gegangen, haben gleich gesagt, du kannst ja nicht driften und lass doch den Scheiß und wie auch immer. Naja, man muss datu sagen, ne, es war halt auch scheiß viel Treibertarverkehr, der mich auch ein bisschen blockiert hat, und das Auto war im Betrieb jetzt nicht perfekt abgestimmt, da habe ich groß eigentlich gar nichts angepasst. Also das Tuning war alles andere als toll, um mich da mal in Schutz zu nehmen. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich der beste Drifter bin, aber ich glaube, in Forza weiß ich doch schon, wie man Autos quer fährt. Ja, aber das Hauptproblem war tatsächlich auch eben dieser Gas-Trigger. Ich finde, gerade beim Driften ist das eine Ultra-Gefühlssache. Und ich finde schon auch wichtig zu spüren, inwieweit das alles halt durchdreht und so weiter. Und ich habe mich halt einfach auf dieses Feedback aus den vergangenen Horizon-Teilen verlassen, was halt hier eben nicht mehr da war. Deswegen, ich hoffe, das wird gefixt. Weil gerade für all diejenigen, die driften oder halt überhaupt ohne Traktionskontrolle fahren, glaube ich, ist schon das ein wichtiger Indikator, inwieweit eben dieser Trigger am rechten eben Trigger halt vibriert und dir Feedback gibt. Und ja, das war halt tatsächlich sehr, sehr schwach und kaum spürbar, trotz dass ich die, ja, Vibrationseffekte auf 100% gestellt habe. Das fand ich tatsächlich ein bisschen ernüchternd bis zum Schluss tatsächlich. Klar, man gewöhnt sich an alles am Ende, aber ja, ich hoffe, da wird nachgebessert. Aber um auch was Positives loszuwerden, ist tatsächlich vor allem das im Geländefahren. Auch das habe ich in den 90 Minuten im First Look schon direkt gespürt. Das Geländefahren, also Gewehrfeld ein oder von mir aus auch auf Schotterwegen, Schlammwegen, was auch immer, ist ultra viel besser geworden. Also das ist ja schon, finde ich, von 3 auf 4 besser geworden. Der Sprung jetzt aber von 4 auf 5 ist nochmal so unglaublich viel besser geworden. Das macht richtig Spaß. Ich kann es gar nicht so wirklich beschreiben, inwieweit. Aber auch gerade durch diese, ja, Offroad- und Geländereifen und so weiter, oder wenn man dann halt wirklich mal mit Straßenreifen ins Gelände fährt, diese Unterschiede, die sind schon echt krass spürbar geworden und fühlt sich einfach nur gut an. Das macht ultra Spaß, im Gelände unterwegs zu sein. Mehr denn je. Also all diejenigen, die eh gern sich so ein bisschen oder das Auto ein bisschen schmutzig gemacht haben, die werden jetzt voll auf ihre Kosten kommen. All diejenigen, die es eher gemieden haben, werden jetzt aber, glaube ich, doch mehr diese Lust verspüren, das doch mal zu machen. Deswegen, ja, kann ich da einfach auch nur sagen, Daumen nach oben, da haben sie echt was getan. Generell kann man ja auch sagen, nochmal zur Fahrphysik, falls es der eine oder andere nicht mitbekommen haben, sie haben ja tatsächlich die Stabilisatoren komplett neu quasi programmiert in die Fahrphysik hinein, als auch das Reifenmodell ist komplett neu. Das heißt, man kann eigentlich nichts mehr aus dem Vorgänger so einfach übernehmen.
da muss man nochmal mit einem anderen Ansatz rangehen. Und Mike Brown, der Entwickler oder der Chef quasi dahinter, hat auch nochmal mir in einer gesonderten PR-Sitzung auch nochmal erklärt. Also Horizon sieht sich natürlich nicht als komplettes Arcade-Game, wie zum Beispiel Mario Kart, aber sie sehen sich natürlich auch nicht in einer kompletten, ja, Rennsimulation. Sie sehen sich schon bewusst irgendwo dazwischen, aber sie sehen halt sich auch sehr bewusst, dass sie Sachen aus der Realität entnehmen und danach auch streben, nur halt viele Sachen halt natürlich, ja, vereinfachen. Er hat das einfach am Beispiel gemacht vom Bremsen ohne ABS. Wenn man normalerweise bremst und einlenkt, dann ist es ein sehr schwieriges Unterfangen. Also normalerweise macht man den Hauptbremsanteil, wenn das Lenkrad gerade steht, und man löst die Bremse immer mehr, um je mehr man halt einlenken kann. Ja, gerade in Rennsimulationen erzähle ich da nichts Neues, wer schon mal in Rennsims unterwegs war oder ist. Und das ist halt in Forza zum Beispiel sehr vereinfacht. Also da ist der Grad, ab wann das Rad blockiert, halt einfach viel, viel offener. Man kann noch sehr lange lenken und trotzdem noch sehr stark bremsen. Man kann eigentlich, ja, Bremsstärke fast komplett lassen, bis man sie komplett wieder löst, um dann eben Gas zu geben. Und in solchen Sachen, an solchen kleinen Schrauben, können sie halt drehen, um das Ganze halt ein bisschen zu vereinfachen, weg von der Realität zu gehen und dann halt mehr wieder den Schwenk Richtung Arcade zu bekommen. Aber es ist, wie gesagt, trotzdem irgendwo versucht, der, ja, aus der Realität zu greifen. Und das spürt man, glaube ich, einfach schon durchweg durch alle Forza Horizon-Teile. Und das macht ja auch diese Serie dann auch so besonders und auch irgendwie cool, dass es halt irgendwo ein einfacher Racer ist, aber trotzdem den Bezug nicht zur Realität verliert. Auch im Sinne vom Tuning natürlich. Ne? Es ist nicht so ein The Crew oder Need for Speed, wo du halt sagst, okay, ich habe die geilsten Teile, die baue ich ein, am Ende habe ich das geilste Auto. Nee, hier muss man schon überlegen, welche Teile baue ich ein, weil zu viel Leistung kann natürlich auch alles verpuffen lassen und das Ding wird unfahrbar. Also, ne, solche Punkte zum Beispiel. Ja, und der letzte Punkt, den ich noch anbringen möchte in puncto Fahrphysik oder überhaupt generell Fahren, ist auch wieder ähnlich was wie beim Geländefahren. Etwas, was ich dir jetzt gar nicht so richtig beschreiben kann, das musst du dann selbst erfühlen. Aber ich habe das ganz, ganz oft jetzt gespürt innerhalb dieser Preview, dass man die Aerodynamik bei den Fahrzeugen extrem spürt. Ja, nicht nur, dass sie, ja, dich quasi ausbremst, wenn es mal um Topspeed geht, dass du langsamer bist, wenn du eine erhöhte Aero hast oder ein Fahrzeug mit einer erhöhten Aero hast. Auch in den Kurven, nicht nur, dass du einfach mehr Grip hast, du hast richtig so gefühlt, dass das Auto mehr, je schneller du in die Kurve bist, je mehr wurde das Fahrzeug auch so richtig auf den Boden gepresst, auf den Asphalt gepresst. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte so wirklich das Gefühl, okay, ja, die Aero, auch die Aero-Balance und so weiter, viel besser zu spüren. Also ich gehe davon aus, dass wenn man tunt, dass gerade wenn man vorne zu hinten die Balance einstellen kann, dass man da das viel eher jetzt auch spüren kann und gar nicht mehr so viel, ja, Tests machen muss, okay, wie komme ich durch die Kurve, sondern du spürst es schon regelrecht. Das fand ich super geil. Und zum Beispiel eben auch das Coverfahrzeug der AMG One ist dann ein gutes Beispiel, weil, ja, wenn man halt eben diesen Street-Modus hat, ist er ja super schnell, und dann mit dem Race-Modus hat er dann auf einmal diesen Anpressdruck, ist viel, viel langsamer, aber man spürt es auch, nicht nur, wie er beschleunigt und die zu erreichende Höchstgeschwindigkeit, einfach allgemein in den Kurven alles, es ist einfach anders und das macht unglaublich viel Spaß, man hat das Gefühl, da wurde auch nochmal echt was dran gemacht, auf jeden Fall, sehr, 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 sehr coole Sache. Ja, dann ein weiteres Thema, was man natürlich auch sieht, hätte ich jetzt auch direkt an der Welt anhängen können. Ich versuche es mal ganz kurz abzuhaken. Die Grafik an sich, ich habe auch in den Videos immer wieder gelesen, also ja, auch hier nochmal erwähnt, das ist jetzt das einzige Video aus der Preview, was ich tatsächlich quasi nach den Preview-Videos oder nach der Preview aufnehme, weil, naja, das Bildmaterial, was du siehst, ist ja natürlich aus der Preview, aber was ich jetzt sage, ist natürlich deutlich später, auch nochmal ein paar Tage drüber geschlafen. Und ich habe natürlich euer Feedback in den Kommentaren, das meiste schon mitbekommen. Und deswegen kann ich da indirekt schon mal drauf eingehen. Aber ja, es geht mir tatsächlich um die Grafik, ja. Und da habe ich ja natürlich auf der Series X, also die Preview hat ja nur auf der Series S oder X stattgefunden. Und da konnte man dann jeweils wählen zwischen dem Performance, also 60 FPS-Modus oder Qualitätsmodus mit eben 30 FPS. Wobei eben Raytracing nur im Qualitätsmodus und nur im Forza Vista-Modus möglich gewesen wäre. Und auf der Series S war das zum Beispiel in der Preview noch gar nicht freigeschaltet. Ich hatte keine Series S, sondern die X, das habe ich auch immer wieder betont. Und ich habe auch immer nur im Performance-Modus gespielt, weil ich sage, im Rennspiel spielt man halt einfach auf hohen Framerates. Also in dem Fall dann 60 FPS. Das ist mir dann doch wichtiger als eine tolle Optik. Und Raytracing, seien wir mal ehrlich, also Raytracing für Reflexion. Die Reflexionen in dem Spiel sind so arschgeil. Ja, ich sag's mal ganz vulgär, da brauche ich keine physikalisch korrekt berechnete
Reflexion von Raytracing, die mich dann 30 FPS killt, so gesehen. Aber ja, viele von euch haben es auch immer gesagt, Level of Detail, so aufblottende Sachen, gerade finde ich im Living Desert ist es immer aufgefallen, dass diese Sträucher und alles immer wieder so aufgepoppt sind. Und ja, das fällt natürlich in den Videos extrem auf und eben, das wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube gerade die Videos sind halt immer noch Videos. Ich glaube, die meisten auf YouTube gucken über ein Smartphone oder Tablet und nicht jedes Smartphone oder Tablet konnte eine höhere Auflösung. Ich habe ja alle Videos in WQAD, also in 1440p hochgeladen. Das wird dann auch im Let's Play so sein, so ist der Plan. Während ich ja eben Horizon 4 zum Beispiel noch nur in Full HD hochgeladen habe. Und ich glaube auch, ich habe mir mal selber quasi das Experiment gemacht, stellenweise die Videos mal angeguckt in ja, Full HD oder dann eben jetzt auch in WQAD. Allein das war schon ein Riesenunterschied. Und wenn halt viele über Smartphone oder Tablet das gemacht haben und eben die höhere Auflösung nicht wählen konnte, dann ja, sah das natürlich ein bisschen verwaschen, nicht so geil aus. Und generell muss ich auch sagen, dass die Videos nicht, weil, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben, nicht weil die Videos oder der YouTube-Codec so schlecht ist. Ich finde sogar von der Qualität sind die Videos sogar eigentlich relativ gut. Wenn ich bedenke, in Horizon 4 am Anfang war das noch viel, viel mehr Matschepampe. Aber trotzdem, das selber gespielt und gesehen zu haben am Monitor, also wirklich so nativ, sage ich jetzt mal, war dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Also ich habe auch selber auf einem WQHD-Monitor gespielt. Ich habe nicht mal die volle 4K-Grafik quasi genutzt. Ich habe das quasi ja, per Downsampling quasi genutzt. Also das ist schon 4K-Bild, aber naja, halt runtergebrochen auf WQHD. Und dementsprechend das habe ich euch auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Und ja, deswegen glaube ich, hat man so den Eindruck, dass es stellenweise vielleicht sogar schlechter aussieht wie Horizon 4. Kann ich aber so gar nicht bestätigen. Also gar nicht. Ich glaube, das liegt vor allem an den Texturen der Welt, denn die Welt ist extrem hoch aufgelöst und wenn man halt fährt und unterwegs ist, dann sieht man das selber beim Fahren schon, aber ich glaube, da macht halt eben der YouTube-Codec dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung, der verwascht es dann ein bisschen und dann wirkt es halt tatsächlich gar nicht mehr so detailliert, aber gerade die Welt in Verbindung mit den hochauflösenden Texturen und auch die Grafik ist der Hammer und das im Performance-Modus, klar, wie gesagt, diese aufpoppenden Geschichten und Schatten und so weiter sind da. Beim selber Spielen fällt es aber gar nicht auf. Ich glaube, beim Zuschauen, wenn man selber nicht am Gamepad quasi ist oder am Lenkrad, ist es viel extremer. Ich bin mal gespannt, wie es in der PC-Fassung ist. Ich denke mir mal, mit einem potenten PC kann man das relativ gut abschalten. Und ich werde ja höchstwahrscheinlich auch auf den PC wechseln, um auch euch möglichst die geilste ja, Qualität bieten zu können, wobei ich das jetzt wahrscheinlich am Anfang erstmal noch nicht so kann, weil mein PC ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt und in die Jahre gekommen. Ich hatte eigentlich ja vor, dieses Jahr ein PC-Upgrade zu machen, aber bei den aktuellen ja, Hardwarepreisen ist es ein bisschen schwierig, beziehungsweise ich warte auch noch die ein oder andere neue Generation ab. Aber ich habe schon vor, jetzt dann im ersten Jahr, sage ich jetzt mal, von Horizon 5 mir einen neuen Gaming-PC tatsächlich zuzulegen, wenn es die Finanzen natürlich auch zulassen. Ist ja nicht immer eine günstige Sache und dann will ich da schon eine richtige krasse Höllenmaschine da aufstellen, damit ich dir halt einfach das ultra krasse Horizon 5 Feeling geben kann. Aber ja, auch an die Consoleros, also Performance-Modus auf der Series X geht voll klar. Zu den anderen Konsolen kann ich nichts sagen, weil ich es nicht getestet habe. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie das da dann aussieht. Und ja, jetzt labe ich doch länger als gedacht. Ich dachte, ich mache so ein 7-Minuten-Video, aber wie immer, ich mache es dann ausführlich und möchte dann dir natürlich nochmal den kompletten Eindruck bieten. Und du siehst ja auch schon mal schönes Gameplay im Hintergrund. Wie gesagt, das komplette Gameplay, ungeschnitten sozusagen, diese fast 2,5 bis 3 Stunden, gibt es dann nochmal extra im Stream. Da kannst du auch nochmal gesondert dann direkt im Livestream Fragen stellen. Wie gesagt, der Stream ist vielleicht heute Abend schon. Ich gehe aber eher davon aus, dass er dann morgen Abend oder vielleicht sogar übermorgen Abend ist, je nachdem. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele kleinere Dinge, die sehr, sehr positiv geblieben sind, gerade fürs Let's Play und ich glaube auch für viele andere. Zum Beispiel eben, dass man jetzt endlich eine PS-Angabe machen kann. Man muss nicht immer nur KW, sondern man kann tatsächlich auf Brake Horsepower oder umgangssprachlich auf British Horsepower gehen oder eben auf unsere PS. Ja, ich habe das ja mal am Beispiel am Motor vom GT3RS gemacht, der ja genau 500 PS hat. Da konnte man das ja dann gut sehen. Das ist der zweite PS-Wert. Ja, wenn man da durchs Menü geht, ist ein bisschen blöd übersetzt. Mal gucken, ob die Übersetzungsfehler bis dahin auch noch besser gemacht werden. Aber ja, solche Kleinigkeiten finde ich echt toll. Also, das sind für mich halt Ultra-Highlights, auch im Tuning, dass man jetzt halt immer beim Renngetriebe wählen kann, okay, wie viele Gänge möchte ich am Ende denn haben? Möchte ich 6-Gang, 7-Gang, 8-Gang, 9-Gang oder 10-Gang haben? Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde es ultra, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber das bereichert noch viel, viel weiter in die Zukunft das ganze Spiel. Und
ja, freut mich halt riesig, dass solche Kleinigkeiten halt auch da waren. Und was halt für mich insbesondere super geil war, weil halt die Autoliste ja eine große Kritik oder ein großer Kritikpunkt einfach ist. Und das kann man auch nicht von der Hand weisen. Und das sage ich ja schon seit Horizon 3, dass die Autoliste einfach nicht aktuell ist. Und es wird mit jedem Teil nicht besser, im Gegenteil. Aber ich hatte tatsächlich jetzt das Gefühl bei dieser Preview, ich habe ungefähr 40 aktive Spielstunden gehabt. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, insbesondere bei den Folgen, die ich aufgenommen habe, dass es ultra interessant war, auch bekannte Fahrzeuge nochmal auszuchecken. Nicht nur, ob sie jetzt Bodyparts bekommen haben, sondern auch vom Tuning her, einfach das nochmal neu zu erleben. Und deswegen glaube ich, werden ganz, ganz viele Leute erstmal auch mit dem bekannten Fuhrpark, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, die ersten 2-3 Monate ultra viel Spaß haben. Und nach 3 Monaten werden wir auch schon, glaube ich, viele andere neue Fahrzeuge mittlerweile schon nachgeliefert bekommen. Ja, auch Horizon 5 soll ja wirklich monatlich mit Updates versorgt werden. Es werden 2 Expansions kommen und es sollen auch solche Updates, wie wir es in Horizon 4 erlebt haben, mit eben Eliminator und Super 7, was ja alles nachträglich reingekommen ist. Solche Arten von Upgrades sollen ja auch in Horizon 5 kommen. Das wurde schon versprochen. Da sind sie schon dran. Also wir werden auch weitere kostenlose Inhaltsupdates bekommen und natürlich auch, wie gesagt, neue Fahrzeuge. Und ich glaube, deswegen über die Dauer wird Horizon 5 uns da schon unterhalten und uns nicht enttäuschen. Und ja, deswegen bin ich, was die Autoliste angeht, selber gar nicht mehr so schlecht gelaunt, nenne ich es jetzt einfach mal. Sondern ich glaube, wir werden aber mit den bekannten Fahrzeugen, mit den paar wenigen neuen Fahrzeugen am Anfang super viel Spaß haben. Einfach weil, wie schon angesprochen, die Physik überarbeitet wurde und viele Kleinigkeiten im Tuning-Menü und so weiter halt eben, ja, so eine gewisse geile Würze mit reinbringen. Und ja, da freue ich mich halt drauf. Und ich glaube, da werden viele von euch auch Spaß haben, wie gesagt, auch die Welt zu entdecken. Also man wird am Anfang, glaube ich, mehr als genug zu tun bekommen und dann ist das Spiel auch definitiv sein Geld wert am Anfang und über die Zeit dann sowieso. Und ja, am Ende des Tages, glaube ich, habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe zumindest mal auf meinem schlauen Stichpunktzettel gar nichts mehr notiert. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was man noch jetzt hätte sagen können. Ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste, was ich sagen kann, ich habe es auch immer wieder in den Kommentaren geschrieben und ich habe es auch immer wieder in diesen Preview-Folgen betont. Ich habe knapp 40 aktive Spielstunden in der Preview und man könnte jetzt meinen, okay, bei 40 Stunden in dieser kurzen Zeit bei einem Bild, der kaum Inhalt geboten hat, das waren ja irgendwie 6 Rennen oder so und kaum Inhalt, also da ist ja das Hauptspiel ist ja noch da, also bis jetzt auf den Fuhrpark und dass man die ganze Welt befahren kann, war da ja nichts drin, es waren auch viele kleinere Fehler auch drin, also da wird die finale Version natürlich deutlich mehr Inhalt bieten. Allein auch der ganze Multiplayer-Aspekt, der da ja noch gar nicht drin war, das Event-Lab und so weiter, wird ja aberwitzige Stunden verbrauchen. Aber trotzdem, trotz des wenigen Inhalts und trotz dieser knapp 40 Stunden, muss ich tatsächlich gestehen, und das sage ich aus meiner vollen Ehrlichkeit heraus, dass ich mit jeder weiteren Stunde mehr und mehr Bock bekommen habe, in Forza Horizon 5 unterwegs zu sein, um diese Welt weiter zu entdecken, um eben bekannte oder auch neue Fahrzeuge zu tunen, was so auszuprobieren, mal was ganz Verrücktes auch zu machen. Und ich glaube, da wird uns ganz, 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 ganz lang in Forza Horizon 5, gerade auch für mich persönlich aufs Let's Play hinbezogen, ja, die Ideen nicht ausgehen. Ich glaube, da werden wir ganz, ganz lang ganz viel Spaß mit haben. Und ich glaube, ja, diesen Spaß werde ich natürlich nicht nur hier auf dem Kanal ausleben. Den versuche ich dir auch natürlich ein bisschen zu vermitteln. Aber ich glaube, auch diesen Spaß wirst du auch ohne mich definitiv haben. Und deswegen gehe ich aus dieser Preview mehr als positiv heraus. Mit sehr viel Freude. Und ich betone nochmal, diese Preview ist jetzt schon 2 Wochen vorbei, ja, diese ganzen vergangenen Videos, die sind alle vorproduziert gewesen. Ich habe alles in dieser Preview, in diesen paar Tagen aufgenommen, verteilt natürlich jetzt über diese 2 Wochen veröffentlicht und trotzdem oder beziehungsweise gerade deswegen, weil diese Videos erschienen sind und ich euer Feedback bekommen habe, euer mega tolles Feedback, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe einfach so eine Ultra-Lust auf Forza Horizon 5. Ja, ich kann es kaum abwarten. Und wie jeder von euch komplett hippelig ist und sagt, boah, ich will auch, ich will auch, ich will auch, so geht es mir auch. Ich will auch wieder. Ja, ich habe schon mal kurz reingeschnuppert, okay, aber das hat es jetzt nicht besser gemacht. Im Gegenteil, jetzt bin ich richtig süchtig danach. Und deswegen kann ich es kaum abwarten. Und ja, mit diesen Worten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal der Hinweis auf den Livestream. Ich würde mich freuen, wenn du da mit dabei bist. Ich versuche das Event relativ früh einzurichten, dass du es dir dann auch selber einrichten kannst. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in Mexiko. Und wenn alles richtig, richtig gut läuft, sehen wir uns tatsächlich schon in wenigen Tagen im Let's Play wieder. Ich sag nur an dieser Stelle, ich weiß nicht, wann ich loslegen darf. Wirklich nicht.
Aber ich sag mal so, ich habe ein gutes Gefühl, dass es in wenigen Tagen vielleicht schon soweit sein könnte. Sagen wir mal so, in einer guten Woche auf jeden Fall. Gut, ich bin jetzt aber raus. Eine halbe Stunde für ein Fazit ist auf jeden Fall lang genug, aber ich glaube, ich habe da nochmal ganz gut dir aus meinem Herzen, aus meinem Bauch heraus meine Eindrücke geschildert. Und du weißt, du kennst mich, oder zumindest mal, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich das auch immer aus voller Ehrlichkeit und voller Überzeugung tue. Und da verarsche ich dich auch nicht. Was auf jeden Fall nachgeliefert wird, das will ich vielleicht am Ende noch sagen, ist der Lenkradtest. Den konnte ich leider in der Preview nicht mehr machen. Den wollte ich gerne machen, aber das war dann doch zeitlich nicht mehr drin, weil ich einfach für die Xbox Lenkrad nicht eingerichtet hatte. Das hätte ich erst einrichten müssen. Jetzt dann, wenn ich dann auf dem PC spiele, ist ja schon alles eingerichtet. Da kann ich dann direkt loslegen. Deswegen, das versuche ich auch so früh wie möglich nachzuliefern, so einen kleinen Lenkradtest oder vielleicht einfach so eine Lenkradfolge. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gut, jetzt aber wirklich Schluss. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dann hören wir uns doch hoffentlich nochmal im angesagten Livestream mit diesem Gameplay aus der Preview. Mach's gut und bis dann. Ciao!